Jo, eine Sache zuerst. Und zwar gab es den Vorschlag, dass wir das Munitionsfließband, was einmal rumläuft, nicht einmal rumlaufen lassen. Da dachte ich zuerst auch, hä, was soll das denn jetzt? Aber es macht Sinn. Das heißt, ich zeige das mal ganz kurz. Ich mache jetzt hier einfach einen Cut. Da. Dann staut sich die Munition jetzt hier. Das heißt, alle diese Türme, wenn sie mal schießen sollten, werden instant nachgefüllt. Und da, wo geschossen wird, entsteht eine kleine Lücke. Aber die Lücke wird dann von allen nachrückenden Munitionsdingern aufgefüllt. Wenn ich das hier durchgehen aber laufen lasse, dann hat das Fließband irgendwo eine kleine Lücke. Und diese Fabrik, wenn sie Munition produziert, muss warten, bis diese Lücke einmal komplett rumgewandert ist, um die Lücke dann füllen zu können. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber dennoch eine sehr schöne Idee. Deswegen habe ich es auch gleich eingefügt. So, jetzt aber zu wichtigeren Dingen. Nämlich der Entscheid. Warum war da gerade kein Sound? Und nein, das ist nicht wichtig. Aber ich lasse mich gerne ablenken. Also wichtigere Dinge. Wichtigere Dinge wären entweder töten, 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 bis wir auf 10 davon kommen, was ja nicht wirklich viel wäre. Oder halt mit der Forschung und dergleichen weiterzumachen. Weil momentan hapert es an irgendwas, oder? Genau, grüne Tränke werden nicht hergestellt, weil keine Ärmchen hergestellt werden. Na, Ärmchen werden nicht hergestellt, weil keine grünen Chips hergestellt werden, weil. Hä? Achso, kein Draht hergestellt wird, weil die Kiste hier leer ist, weil sie nicht automatisiert ist. Das ist doof. Okay, gib mir mal 1400 schieß mich tot Kupfer. Tu da eine Stahlkiste hin und schmeiß das ganze Kupfer da rein. So, das sollte jetzt eine Weile laufen. Und wir hätten wieder grüne Tränke. Hab ich welche auf Tasche? Nein. Das ist schade. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ich sortiere mal meine AK aus. Da irgendwo. Brauchen wir jetzt nämlich gerade nicht mehr. Steine auch nicht unbedingt. So. Das Essen füllen wir auch mal auf. Und dann gehe ich los und zerstöre irgendwo einfach eine Basis. Und dann noch eine und dann noch eine. Dann haben wir 10 Stück. Und mit den 10 Stück können wir dann die Power-Rüstung kaufen. Und mit der Power-Rüstung bin ich hoffentlich stark genug, um die nächsten Mutationsphasen sozusagen zu überleben und weiterhin in der Lage zu sein, Basen zu zerstören. Ich müsste dann aber auch demnächst noch einmal rumgehen und gucken, ob alle Türme soweit ihre Ärmchen haben. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Und ich glaube, unten haben wir teilweise sogar noch einen ganzen Bereich, wo gar keine normalen Türme sind. Deswegen baue ich davon auch mal ein paar. Und die roten Tränke stauen sich hier zu sehr. Also schmeißt ihn bitte hier rein und macht das hier. So. Gut. Grüne Tränke kommen. Noch mehr Munition mitnehmen. Ja, gerade die Gatling Gun braucht doch recht viel. Das heißt, ich nehme mal von hier hinten, wo sich alles schön staut, die Munition mit. Eine alternative Idee wäre übrigens auch gewesen, dass man mit einem Puffer arbeitet. Also, dass wir nicht einfach nur ein Loch reinmachen, sondern dass wir halt ein 3 Felder breites Loch machen mit einer Kiste dazwischen und Ärmchen. So wird halt auch sichergestellt, dass immer Platz zum Drauflegen ist, weil das Ärmchen halt nicht beide Seiten komplett gleich befüllt und so weiter. Das sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. So, Flammenwerfermunition hätte ich auch noch gerne. Weil manche Gebäude brauchen doch recht viel davon. Komm, nehmen wir alles mit. Rest können wir noch zurückbringen. Hast du genug Metall? Ja, hast du. Okay, was sagt die Karte? Die Karte sagt, da oben ist eine Basis. Waren wir da nicht schon gewesen? Zeig nochmal Karte. Da haben wir was zerstört, ne? Ja. Ich brauche unbedingt noch größere Dingensbummens. Radarschüsseln, mach das mal so, mach das so. So. Welche Waffe nehme ich in die Hand? Die Gatling Gun sollte okay sein, ja. Snipergewehr nur zum Pullen. Neue Enemy Base. Wir sind wieder bei 14. Du blinkst, das ist die neu? Hö. Ah, schön auf freiem Feld hier. Was haben wir da? Wir haben ein Ei, einen Zanken und das Nest. Das heißt, ich pull jetzt dich. Türme schießen ist okay. Okay, kommt her. Ja, das hat gedauert. Was wurde zu. Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Die zerstören gerade meine Stromanlage. Ich
Ich habe vergessen, die Sniper-Türme aufzubauen. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Hey, ihr schafft das schon. Glaub nicht. Mist. Au. Ugh. Okay, du da, neu setzen. Alles kaputt? Eine Mauer wird gebissen. Wo wird eine Mauer gebissen? Hä? Oh. Falsche Stromversorgung. Da. Was zur Hölle macht ihr da hinten? Also ja, sie haben sich durchgefressen und haben einfach random da das angegriffen. Hier, das haben sie gekillt. Aber wir haben genug davon. So, so. Und von was wurde ihr denn zerstört? Keine Ahnung. Setz mal einen Sniper-Turm hier hin. Aber wir haben gar keine Sniper-Munition. Das ist das nächste Problem. Ach. Ja. Eine Theorie war auch noch, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt hatte mit dem Stein hier, dass sie da eventuell nicht durchgraben können, wenn wir die Steinblöcke hinsetzen. Was natürlich ein wesentlich größerer Grund wäre, alles zu betonieren, als einfach nur, dass es schön aussieht. Also schön, relativ, ne? Gut, da. Es ist schön strukturiert, es ist schön ordentlich, es ist schön einheitlich. So. Okay. Was? Und jetzt habe ich alle wieder rausgenommen. Tu rein. Raus, go. Und hoffe, dass die Königin nicht nachgespawnt ist, weil ich ja doch recht lange rumgedübelt habe. Wir wollen da oben hin. Dann war da noch so ein Lurker. Den konnte man aber ganz gut gegentanken, solange es halt nur einer ist. Wo bist du? Oh, da ist die neue Königin. Das ging schnell. Hat auch schon Scourge-Verstärkung. Düdlü. Wie viel Schaden habe ich dir gemacht? Ein bisschen was. Gott. Wie mir das Bedürfnis, R zu drücken zum Nachladen. Geht das? Nein. Auch was eigentlich automatisch sein sollte. So. Jo, da kommt was. Jo. Kommt eine Menge sogar. Aber die kleinen Dinger machen fast keinen Schaden. Das ist gut. Okay, Turm zuerst. Oh, was macht Schaden? Achso, mein Feuer macht wieder Schaden. Spawner Nummer 1. Kriege ich das ein noch? Nö. Oder? Doch, okay. Spawner Nummer 2. Damit müsste ich jetzt 8 Eier haben. Gut. Da ist auch noch eins drin. Da brauche ich nur noch eine Basis. Das ist gut. 25.000. Ich muss mir die Zahlen mal merken, wie viele Hitpoints das Nest hat. Weil ich bin mir relativ sicher, dass auch die Nester aufstufen. Ähnlich halt wie bei StarCraft. Da gab es ja halt auch 3 Upgrade-Stufen damals. Also bei StarCraft 1. So, weg mit ihr. Gott, 9. Weiter zur nächsten. Wir sind gerade so schön im Schwung. Hier ist wieder so ein Illyrium-Ding. Ich weiß allerdings immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Deswegen sprinte ich ganz weiter nach Nordwesten. Da haben wir ein Spawner, eine Königin und das war's. Im Ziel ist eben noch nicht so ganz. So, jetzt. Oh, ich glaube, die holen mich ein. So. Und ja, die Königin ist schlimmer. Nächstes Problem. Eventuell ist jetzt der Weg zur nächsten Basis so weit, dass ich die Königin nicht down bekomme und zurücklaufen kann, bevor die nächste spawnt. Da müssen wir entweder eine Schnellstraße bauen oder einfach Türme in die Pampa setzen. Wobei Türme in die Pampa setzen ist ein bisschen zu... Nee. Das ist schon fast Tower Crawling und das ist nicht so besonders toll. Aber mal gucken, was das Spiel uns noch so entgegenwirft. Vielleicht müssen wir es sogar später machen. Schon gut. Alles gut.
Ich will Roboter haben. Die können nämlich alles sofort ersetzen, sobald es zerstört wurde. Und go, go zurück. Go, go zurück, bevor sie respawnt. Gates sind auch gleich fertig. Das wird das Leben nochmal einfacher machen. Und während ich die ganze Zeit am Rumtollen bin in der Wildnis, könnte ich ein paar grüne Tränke herstellen, um die Fabriken unten zu entlasten. Und gucken, was wir so als nächstes bauen sollten. Wir bräuchten Engines und rote Engines, um schon mal so langsam in Richtung Roboter zu gehen. Hydrogen Can, nee. Nicht ernsthaft. Ja, okay. Zugegeben, ich hätte mich schneller absetzen können. Aber dennoch ist das Zeitfenster recht gering. Bis eine neue Königin kommt. Wahrscheinlich echt eins der ersten Eier, was spawnt, wird dann die Königin. Ich frage mich, ob die dafür Ressourcen einsetzen müssen, um ihre Einheiten zu spawnen. Da das auch wirklich Sinn macht, dass ich schön viele Einheiten von denen töte, damit sie halt nicht so stark werden. Okay, jetzt genau, greif das da an und ich laufe zurück. Und ich vertraue jetzt in die Macht meiner Türme, von denen zwei keine Munition mehr hatten. Neun Türme schießen, ja. Und lauf schon mal hoch, dass gleich das Ding stirbt. Jetzt ist der rote Punkt weg. Und jetzt schnell genug dahin zurückkommen, um den Respawn von der Königin zu verhindern. Lauf! Lauf schneller. Also Viehzeug ist schon mal da. Viehzeug kann ich weg. Turm. Okay, Turm muss zuerst weg. So, dann sind Gates fertig, danke. Immer noch 25.000 Hitpoints bei dem Ding. Gehen wir einen Ticken näher ran. Nee. Es war kein Königin-Ei. So viel zu der Theorie. Also spawnt die Königin aus dem Nest? Könnte sein. So oder so, Ding muss weg. Ding muss weg, da muss unten der Spawner weg. Es kommt gleich eine neue Welle von Kleinvieh, denke ich. Naja, kann ich mir allerdings fast sparen. Die machen kaum Schaden, das ist sehr irritierend. Sind wahrscheinlich wirklich nur Scout-Einheiten oder so. Ja, ein bisschen Schaden an Gebäuden machen zum Nerven. So, 10 Stück, super. Mehr wollte ich gar nicht. Also, vorerst, ne? Später will ich viel, viel mehr davon. So, ab nach Hause. Das ist alles? Das ist ein Sapsche, okay. Ab nach Hause, bau mehr rote Tränke. Bau. Chemical Plants haben wir schon. Electrolyzer. Brauchen wir ein paar Lampen. Ein paar mehr Repair Packs. Stahlpicke haben wir. Die Gates, ja. Und dann sollte ich mir auch angewöhnen, die Sniper-Türme hier zwischendurch auch reinzusetzen. So, du zu, du zu. Das heißt, einmal Sniper-Munition abholen. Nimm, 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 nimm. Sniper-Munition. So, Sniper-Munition. Müsste ich jetzt eigentlich im Inventar lassen, das ist ein bisschen doof. Pack mal überall einen rein. Okay. Ich laufe jetzt durch, mit tierisch viel Muni rum, das ist ein bisschen übertrieben. Aber okay. So, das hätten wir geschafft. Wir hätten jetzt genug Alien-Artefakte für... Oh, warte, wir haben genug Alien-Artefakte für... Die Power-Rüstung einmal zu bauen, richtig? Wo war die Power-Rüstung? Die war bei den komischen Alien-Sachen. Wo ist die komische Alien-Sache? So ein kleines UFO-Fliegeding. Da. So, du brauchst zu bauen, genau, 10 Alien-Artefakte, 40 blaue Chips und das war's. Basic Modular bräuchte Advanced Electronics, braucht Schwefel. Rocket Silo. Wow, Satellite. The Satellite should be put into the rocket. Rocket Part. Rocket Control Unit. Rocket Fuel. Kann ich damit Bodenraketen abschießen? Wie geil. Also, vielleicht bastel ich mir nur wieder das im Kopf zusammen, aber das klingt sehr abgefahren. Set a couple of mine launcher. Was haben wir da? Let's out a couple of rockets, high explosive. Hunderte Reichweite. Ja, okay.